Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie versprochen, wir stehen vor der Tür von meiner Frau. Jetzt gucken wir uns die Wohnung an von meiner Frau, wie sie das gemacht hat. Und ich erkläre euch, was der Vermieter schon drin gemacht hat. Also das wurde rund, komplett saniert, die Wohnung. Und ich sage euch, wo was steht und warum das da steht. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Wie gesagt, wenn es euch freut, ein Däumchen, ein Träumchen im Voraus schon mal. Dann fangen wir mal an. So, ich muss mal so, machen wir mal auf hier, so, mache ich mal die Tür wieder zu, so, hier ist halt die Tür, oben hat Frauchen da eine Uhr hingemacht, wenn die Kamera mal einpegeln würde, jetzt, so, und wenn man dann halt hier reinkommt, ist hier die Küche, da ist das Badezimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer und hier ist das Schlafzimmer. So, wir gehen mal ins Schlafzimmer. Haben wir einmal hier einen großen Viertürer, den haben wir gestern aufgebaut bei der Hitze über 30 Grad. Und den Dreitürer haben wir gestern auch aufgebaut bei über 30 Grad. Ja, hier hat sie sich dann so ein kleines Ding hingestellt. Ich filme nachher dann von draußen nochmal rein, dann könnt ihr das nochmal sehen. Hier hat es einen Fernseher, aber ja, da müssen wir noch eine Android-Box holen, weil die Android-Box, die ich für sie eigentlich geholt hatte, wollte sie ja damals nicht. Deswegen muss ich nochmal eine neue kaufen, also habe ich sie an einen Kumpel weiterverkauft. Müssen wir hier nochmal eine neue holen, dass sie hier irgendwie was gucken kann, Kodi rufmachen oder irgendein IPTV oder irgendwas. Dann ist hier, ja, ist jetzt runtergemacht, weil es ist wirklich schweinemäßig warm. Hier ist das Bett, da wollte sie unbedingt so ein Fliegengitter wolltest du schon immer haben, so einen Moskitoschutz. Warum bei uns so ein Moskitoschutz sein soll, ich weiß es nicht, finde es ja toll. Will sie unbedingt haben, muss sie denn sein. Ja, da hat sie ein Bild und wieder auch eine Uhr. Die hat, in jedem Raum hat die eine Uhr, ohne Scheiß. So, jetzt gehen wir mal raus und filme ich das mal von draußen, dann könnt ihr das mal sehen. So sieht es dann halt von draußen aus. Der Fußboden hier, das ist Linoleum, so ein dunkleres. Auch keine Schwelle, das ist alles vom Vermieter so gemacht worden. Komplett rund erneuert, an der Fensterseite da ums Fenster rum und kann ich euch nochmal zeigen, hier so einen schmalen Streifen, ich vergesse, ist hier so Anti-Schimmelfarbe, ja, und dann fängt hier erst die Raufasertapete an. Das ist in jedem Raum so. Dann gehen wir gleich mal hier in die Küche. Halt das ganze IKEA-Gelumpe, was ewig gedauert hat anzubauen. Die Wände sind halt auch nicht wirklich schön gemacht, dass man Schrauben rinkriegt bzw. bohren kann. Den Herd haben wir bei Otto gekauft. Das haben wir bei Kick geholt. Da wollte sie eigentlich ein durchsichtiges. Ich habe gesagt, nimm lieber das. Das sieht schöner aus, bringt ein bisschen Farbe drin. Jetzt ist sie damit auch sehr zufrieden. Das ist noch aus ihrer alten Wohnung so ein Ding. Dann haben wir so einen Kapselautomat. Meine Frau trinkt zwar keinen Kaffee, aber für mich hat sie das geholt und für sich halt Tee. Und das haben wir bei Netto geholt. Das ist Cremessimo oder wie das Ding heißt. Ja. Die Arbeitsplatte haben wir bei Entum geholt. Unten, das ist halt alles IKEA. Da mussten wir ja für den Schrank hier, mussten wir dann noch die Füße extra bestellen, was ich ja schon mal gesagt hatte, weil für die Schränke, die hat sie damals gekauft, da waren größere Füße mit bei. Und bei den neuen, die waren von einer separaten Firma. Und bei den neuen IKEA-Schränken von der gleichen Firma macht die Firma jetzt selber ihre Füße und die sind halt ein bisschen kleiner. Und die Löcher sind halt anders, wo man es unten drin steckt und deswegen passt das nicht mehr. Deswegen musste ich mir da noch welche bei eBay bestellen, beziehungsweise bei Kleinanzeigen. Hier haben wir so einen Flaschenhalter, den Frauchen gekauft hat. Da kommt auch demnächst noch ein Video. Der Karton dazu ist unten. Das Odima Shoppen oder Baby Shopping Tour ist noch nicht fertig. Da hat sie sowas zum Desinfizieren, Destillieren. Ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, das brauchen wir. Und dann da die Kapselautomaten. Hier das Fenster. Hier will sie keine Gardine dran haben. Da hat sie auch nur hier oben so ein Plissé dran. Ja, dann halt hier Kühlschrank. Mikrowelle, hier hat sie einen Mülleimer, da ist noch Papier jetzt. Hier, ich würde gerne hier so eine Arbeitsfläche haben wollen, wo man dann halt so das, was man immer braucht für das Kind, hier so hinstellen kann. Will sie nicht, weil sie will hier Platz zum Arbeiten haben. Ich sage, das
Reicht doch aus, die Tier ein bisschen, ein paar Zentimeter. Sagt sie, nee, reicht sie nicht aus. So, dann haben wir hier, dann hat sie das gekauft mit Spiegel und mit den Haken hier. Das war alles in ein Paket. Das war scheiße durchzubohren hier. Das wollten wir eigentlich ein Stück tiefer haben. Da hat sie erst gemeckert, dass es zu hoch ist. Hat gesagt, ne, weil ich habe angezeichnet und dann war es dann doch ein bisschen zu hoch. Im Prinzip ist es aber ganz gut, dass es zu hoch ist, weil da unten ist auch noch eine Steckdose. Jetzt ist es überhalb der Steckdose für den Router und Telefon und alles. Beziehungsweise Router haben wir ja dann im Wohnzimmer gestellt. So, hier hat sie dann so eine schöne Schiebetür. Seht ihr da? Für die Küche. Und hier hinter ist halt der Stromkasten. Muss man die Schiebetür zumachen, dann kommt man an den Stromkasten ran. Schlüsselbrett. Das haben wir heute noch angebaut, damit sie halt noch ein paar Haken hat, wenn Besuch kommt, wo man mal eine Jacke anhängen kann oder zwei, drei Jacken anhängen kann. Dann kommen wir hier ins WC. Hat auch der Vermieter komplett neu gemacht. Hier war eigentlich mal ein Schornstein und hier hier war wie bei mir so ein Wandschrank. Ja, das haben sie alle weggeknüppelt. Ja, und dann hat sie jetzt hier schöne große Wanne, da ist die Babywanne. Ja, und schön viel Platz. Hier für Handtücher, hier hat sie einen Spiegel hingemacht, ja, Waschmaschine, Klo. Da mussten wir extra zu Norma fahren, weil das hat eine Absenkautomatik. Und normalen Klositz wollte sie nicht, also mussten wir erstmal um die 35 Kilometer zu Norma fahren, um das zu holen. Bin ich mit ihr zu Norma gefahren. Ja, das ist auch hier alles vom Vermieter, die Fliesen sind echt cool gemacht. Dann hat sie hier oben so eine Lampe sich bei Ikea geholt, die habe ich angebaut. Die haben wir einfach, den Spiegel haben wir jetzt hier einfach mit Strips festgemacht. Weil hier hinter ist das für die Wasseruhr und das alles, wenn der kommt und ablesen will, müssen wir das abmachen können. Deswegen hier oben seht ihr das noch. Ja, müssen wir das abmachen, dass der dahinter kommt. Der kommt zweimal im Jahr. Da wollte sie Bretter haben. Da oben hat sie auch eine kleine Lampe. Und nochmal von draußen. Ja. So, dann gehen wir mal ins Kinderzimmer. Wir gehen einfach so eine Reihe rum, würde ich sagen. Wohnzimmer machen wir dann zum Schluss. Hier hat sie denn, den hat sie schon vorher gehabt, den Schrank. Den hat sie aus ihrer Wohnung mitgebracht. Den hat sie schon ein bisschen verschönt mit Herzen. Finde ich zwar ein bisschen kitschig, aber naja, ihr kennt es ja, Frauen. Da oben sind schon zwei Kartons mit Windeln, also 300 Windeln, pro Karton 150 Windeln. Windeln im Karton heißt die Webseite, habe ich euch ja gezeigt, im letzten Uni mal shoppen. Da habe ich die gekauft für, waren runtergesetzt von 1999 auf 14,99. Ja. Dann hier der Stubenwagen, das ist der, was ich gesagt hatte, was ich schon gekauft hatte. Und das ist jetzt der Bezug, den er im letzten Shopping-Tour, Baby-Shopping-Tour gesehen habt. Das sieht echt süß aus. Ist für Junge und Mädchen geeignet. Müssen wir hier aufpassen, weil wir wissen immer noch nicht, was das wird. Hier ist das, was ich euch gezeigt habe von Ikea. Mit da hinten dem Mülleimer, wo man was drin machen kann. Das ist ja die Wickelauflage. Da haben wir noch keine Bezüge. Müssen wir noch Bezüge holen. Und das ist halt dieser Aufsatz, was ich euch erzählt habe für Hemmnis. Hier hat sie dann schon Spielzeug, was man dann dem Kind geben kann. Hier Spiele, während man wickelt. Da ist die Uhr. Da habe ich ja bei Instagram schon Videos gemacht. Und ein kurzes Video gemacht, wo man sie im Betrieb sieht. Da ist dann der Stuhl. Da kann sie sich dann hinsetzen und ja, Flasche geben oder Eckflasche geben. Oder sie säugen oder was weiß ich. Ja. Gardine haben wir noch nicht dran. Wir haben jetzt nur Übergardine dran. Hier ist das Bett. Das haben wir vor zwei Tagen aufgebaut. Das war so ein Komplettpaket, so wie ihr seht, mit also Bett, kann man dann auch noch ein Stück tiefer machen, mit dem ganzen ringsherum, mit dem ganzen Zeug, das war alles in Paket. Ich weiß jetzt nicht, was sie bezahlt hat, 100 Norwatt oder so. Aber sieht echt süß aus. Hier hat sie heute noch Bilder angebracht. Da haben wir dann so ein Faltbox-Regal. Da kommt dann noch irgendwann der Name vom Kind hin. Und also hier rauf und dann kann man das beleuchten und hier hat sie dann halt das, was ich euch gesagt hatte, was wir bei Lidl geholt hatten, hatten sie für 50 Cent da für die Einlagen, für den BH und Spielzeug und die Mopspumpe, ja, und Buch, Bücher und so, hat sie schon vorbereitet, Babybuch. Lampe haben wir auch noch nicht dran hier,
Da haben wir noch keine schöne Lampe gefunden. Ach, und hier ist das, was ich euch gesagt habe, die Wärmelampe. Also das Kuscheltier muss dann natürlich weg, weil das ist jetzt nur pro forma dran, weil wegen der Hitze. Und das kann man es dann da an- und ausmachen und dann kannst du das hier oben neigen. Ja? So, machen wir nochmal. Und hier war eigentlich auch ein Schornstein. Da hätte den Raum auch viel, viel kleiner gemacht, so wie bei mir unten. Und jetzt neu ist, dass er das halt immer komplett wegknüppeln. Und jetzt ist der Raum wirklich wesentlich größer. Und sieht da ganz schön aus. Finde ich. So, dann kommen wir jetzt mal ins Wohnzimmer und danach machen wir Balkon. Ich mache erstmal so einen Schwenker, eine riesen Couch. Die Wände hat so auch schon ein bisschen was gemacht. Hinten da soll dann noch eine Essecke hin. Da müssen wir noch einen Esstisch holen und Stühle und so. Das war aber teuer genug bis jetzt alle. Die hat sie, da ist ihre Dolby-Anlage noch und so. Und den Schrank, den haben wir bei Repro geholt. Dann zeige ich euch erstmal hier die Couch. Da hat Frauchen auch so ein Monster. Sie hat mir ein Monster gekauft. Ich habe ihr auch Monster gekauft. Bei Netto damals. Wieder Ikea-Regale. Oh, die Lampe, die sieht so geil aus, Leute. Die kannst du hier, kann ich euch mal zeigen. Die hat sie bei Ikea gekauft. Die wollte sie eigentlich nicht. So sieht sie zu aus. Und wenn man am anderen Bimmel dreht, zieht, geht die halt auf. Ja. Die sieht echt geil aus. Auch abends, wenn es an ist, sieht es richtig, richtig geil aus. Ach, ich muss euch dann noch die Lampe im Schlafzimmer zeigen. Ja, die wollte sie erst nicht, weil sie so teuer, ja, Feuerwehr, weil sie so teuer war, 69 Euro oder sowas. Dann hat sie sie doch geholt, weil sie schick ist. Ein Riesensofa. Tisch. Und wie bei einer Frau ist, Fernbedienung nicht auf dem Tisch, Fernbedienung unter dem Tisch. Der Lüfter, da geht halt der Fernsehkabel, der TV-Kabel, Satellitenanlage hat unser Vermieter auf Dach für uns gemacht, brauchen wir auch nicht extra bezahlen. Und der geht dann halt hier hinten lang, da, 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 da. Und auch die Boxenkabel, die sind eines hinter Monster versteckt, da ist die andere von der Dolby-Anlage, geht dann da alle draus. Und an der anderen Seite hoch, immer drüber, unten runo. Und dann sieht man sie wieder rauskommen. So ein bisschen. Ja, dann fangen wir mal hier drüben an. Eine große Heizung. Ich habe nicht so eine große, muss ich sagen. Ich denke mal, die wird es hier schnell warm haben. Bei mir ist es immer so ein Akt. Auch wieder so. Ja. Kerzenhalter, Ständer, Dingsda, Bumsda. Hier ihr. Die Vitrine hat sie auch bei Ikea geholt. Das war ein Akt, das Ding hochzubringen. Sieht so leicht aus mit dem Glas, aber es ist es nicht. Unhandlich und so. Ja, hier oben ist noch ein bisschen Dekokram, was für ein Balkon ist. Und hier so ein Lichternetz, was ich ihr geschenkt habe. Hier ihre Bibel hat sie von ihrer Mutter damals gekriegt. Und dann halt so lauter Sachen, die sie aus dem Urlaub so mitgebracht hat. Ja, das spiegelt jetzt ein bisschen, kann man jetzt nicht wirklich was sehen aus England und Ägypten und was weiß ich. So, oh ja, Lampe. Die Schrankwand ist echt cool. War ein bisschen blöd aufzubauen, also anzuhängen an der Wand. Und da wieder eine Uhr. Aber die Dinger sind beleuchtet hier. Also das ist jetzt auch erstmal pro forma mit den Büchern hier drin. Da will sie noch was anderes machen. Die Glasdinger, die haben da hinten eine Beleuchtung. Da hinten, da. Und dann leuchten die blau. So, jetzt setze ich mich mal hin. Kann ich euch das mal so ein bisschen näher zeigen. So, unten hat sie da ihren Laptop drin. Da hat sie von mir einen alten Receiver gekriegt. Wir holen ihr noch eine Anchor-X für das Wohnzimmer. Dann halt da ein Lautsprecher, Center. Und dann auch wieder so Dekokram. Obwohl sie ja sagt, vollgestellt, will sie nicht. Also ich weiß nicht, bei ihr ist es auch Haufen Dekokram. Ja, da kann man sich auch schöne Figuren hinstellen, aber da meckert sie rum bei mir. So, dann den Fernseher haben wir an der Wand gemacht. Ja, da kannst du, hatten wir immer schon festgemacht. Ja, und dann haben wir festgestellt, wir brauchen zwei HDMI, ja, logischerweise. Einmal für Fire TV, der an der Seite dran ist. Hat sie meinen Fire TV Stick gekriegt, und also erste Generation, und für den Receiver. Ja, dann mussten wir das Ding nochmal abmachen und runterhebeln, also die Wandhalterung dran, aber halt den Fernseher davon abmachen, damit wir an den HDMI hinkommen, der hinten dran ist, weil das ist ziemlich nah an der Wandhaltung dran, also an der Wand dran, da kannst du auch nicht vor- oder zurückziehen, das ist einfach nur so, pff, hält. Jo. Hoppala. Dann kommen wir noch zum Balkon. Achso, die hat es ja auch von Ikea gekauft, die Gardinen. Hat ihre Mutter denn zugeschnitten? Mir fallen die auch, ich glaube, ich hole mir die gleichen auch. Meckert sie ja mal rum. Du hast die gleiche, obwohl die Schrankwand
Die hat mir damals schon gefallen, aber weil ich bei mir schon alles auf braun gemacht hatte und ich mir gesagt habe, wenn ich denn nochmal was anderes mache, dann hole ich mir die. Habe ich ihr aber natürlich nicht gesagt, weil sonst hätte sie gesagt, nee, die will ich nicht. Aber so kann ich es immer aufgebaut sehen. Und da oben halt, das war so ein Akt, kann ich euch nochmal zeigen. So ein Akt, die da oben, die Schrauben, das sind richtig dicke Schrauben, die Löcher dafür zu bohren, die Wand war so hartnäckig, richtig hartnäckig. Und hier schön alles eng an eng, so wie sie es wollte. War aber auch ein Akt. Weil die Wände sind hier nicht so pralle. So, dann sind wir hier auf dem Balkon. Hier hat sie ihren Sonnenschirm. Das haben wir auch bei Lidl geholt, wo diese Aktion war. Der Restpostenverkauf. Das Regal, glaube ich, auch. Und die weißen Dinger drinnen bei Lidl. Also die, die sie hier drin stehen hat. Die bunten Dinger, die weiß ich nicht. Die haben wir auch bei Aldi, glaube ich, gekauft beim Restpostenverkauf. Den Schirm halt haben wir gekauft, aber der Schirm ist zu groß. Da müssen wir das Rohr noch absägen. Und dann wird ein bisschen doof beim Aufbauen, weil ihr Balkon nicht so hoch ist wie meiner. Von der Höhe. Ja, da müssen wir mal gucken. Dann hat sie halt hier nur noch auch so bei Repro geholt. So kleine weiße Tisch. Beistelltischchen. Stühle von mir erstmal. Und hier unten, das hatten wir hier bei Aldi geholt. Die Pakete, da habe ich noch ein Paket da. Da muss ich mir noch bei Amazon noch die gleichen noch mal holen, 2 Stück oder 3 Stück, und dann mache ich das bei mir wahrscheinlich auch, weil das ist sehr angenehm von den Füßen her und sieht ein bisschen freundlicher aus. Hier auch alles gleiche Linoleum, alles stufenfrei, könnt ihr hier so durchlaufen, das ist richtig cool. Also bei mir sind ja leider Stufen, einzige Stufen sind halt hier vom Badezimmer hier raus und in der Küche hier raus. Dann kann man hier schön einen Saugroboter durchjagen. Oh. Aber ich will euch noch mal die Lampe zeigen. Die musste unbedingt sein. Diese ist, oh, das ist diese hier. Oben, seht ihr, da guckt schon Kabel raus. Das ging nicht anders. Das ging nicht anders, weil es war einfach zu viel Kabel. Und das sind lauter Plasteteile, die lose sind. Das macht kaum Licht, das Ding. Ja. Aber die sieht halt geil aus. Die muss ja unbedingt sein, weil die so geil aussieht. Und jede von diesen Dingern muss speziell hier irgendwie drin gemacht werden mit irgendeiner komischen Drehung und das andere halt anders gedreht. Und du musst da alles selber einzeln machen. Ich will ja auch nicht sagen, dass sie hässlich ist. Die ist ja auch geil, aber naja. Naja. Und hier muss ich euch auch noch was sagen. Also, da seht ihr ja die Lampe. Die ist da oben dran. Hier ist auch wieder ein ellenlanger Kabel mit bei gewesen und das war, ja, die ist immer wieder runtergerutscht, hat nicht so richtig gehalten. Also das zum Festmachen vom Kabel um. Und das oben haben wir auch nicht richtig an die Wand gekriegt, weil der Kabel einfach zu viel war. Und sie hat gesagt, das ist zwar mittig vom Raum, hier, so, da wäre sie denn sozusagen, aber das ist doof, sie will es beim Sofa haben. Haben wir denn da einen Haken dran gemacht? Wartet, ich zoome euch da mal ran. Also nicht wir, ich. So, und ihr seht, das ist ein bisschen ausgefranst. Und da habe ich das dann einfach runtergewickelt und da geht es dann zur Lampe. So, dann ist es da, wo es hin wollte. Und das ist ausgefranst. Ich habe das Loch gebohrt, habe den Dübel drin gemacht. Ja, auf einmal kommt der Dübel so ein Stück runtergerutscht. Dachte, ich habe doch ja hab da die gleiche Größe genommen, das ist doch richtig so. Ja, und dann kam dann gleich ein bisschen Putz noch mit runter, ein bisschen größer. Also war das Loch auf einmal größer, als ich eigentlich gemacht habe, weil da ganz viel ausgeplatzt ist. Ja, und dann haben wir uns dann so ein Spreizding geholt. Also das machst du so in die Wand, ins Loch oben rein und dann schiebst du es komplett hoch, weil oben ist ja auch so ein Hohlraum. Und dann spreizt sich das und dann hält das so. Und dann haben wir auch extra einen mit so Metall genommen. So. Da hat das Metall praktisch das Loch verdeckt. Das ist dann halt so richtig zugemacht. Das war ein Akt, ey. Hör mir auf. Aber ich bin jetzt auch froh, jetzt ist alles fertig. Fast alles fertig. Ja, wir müssen nur noch halt eine Gardine drauf machen und eine Kinderlampe muss noch ran. Und hier ist ein Loch gebohrt. Da war eigentlich das Faltboxregal befestigt, damit man es nicht umreißen kann. Hier werde ich aber eine Lampe hinmachen. Weil wir haben dahinter auch noch eine Steckdose und so eine Mondlampe oder irgendwas, die man dann an- und ausmachen kann. Dann hat man hier so ein bisschen indirektes Licht und ja, wenn man dann halt hier sitzt mit Kind,
dass es halt nicht zu hell ist, kommt nicht so eine helle Glühbirne drin, dass man indirektes Licht hat, dass man nicht die ganze Zeit im Dunkeln ist. Ja, und halt eine Lampe brauchen wir noch. Wir brauchen halt noch Bezüge, müssen wir noch holen dafür, für das Wickelding da. Die Spieluhr, die kommt da noch ran, die ist noch unterwegs, habe ich ja im letzten Shopping-Tour-Video gesagt. Und da hatte ich auch eine geile gesehen, so Keramik so mit blauen Wolken und so. Will sie nicht. Das macht dann halt nur einen Kegel nach unten und alles andere ist dunkel. Dann habe ich ihr eine geile mit dem Mond gezeigt und der Mann im Mond ist drin und der Mann im Mond hat praktisch die Glühbirne als Kopf. Ja, das ist doof, wenn man rinkommt, die Glühbirne ist zu hell und dann wird man fast blind. Das gefällt ihr auch nicht. Ja. Ja, ich bin jetzt jedenfalls froh, keine Löcher mehr zu bohren zu müssen, weil die Wände echt doof sind. Ja. Teilweise geht es super. Ich mach mal jetzt so, ist wieder ein bisschen freundlicher. Teilweise ist es so, du bohrst und denkst, oh, jetzt wird schwer und brut, bist durch. Bist fast auf der anderen Seite durch. Einmal und ein Stück drunter, weil du zwei Löcher machen musst, zum Beispiel für den Haken zum Festmachen. Ein Stück drunter, so viel Zentimeter drunter. Bohrst du und kriegst da kein Loch durch, weil da irgendwie ein Stein ist oder was weiß ich. Und du bohrst und kriegst kaum irgendwie ein Loch rein. Oder du bohrst erst und quälst den ab und das geht nicht rein und geht nicht. Und dann irgendwann geht es dann doch mal so peu à peu vor sich. Und dann auf einmal setzt du daneben das Loch an, bei den Regale hier zum Beispiel, da war es ja auch so, ja bei denen. Und dann sind ja zwei Löcher so in dem Abstand. Also einmal hier und einmal hier. Oder sind das die von Ikea mit der Stange? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben ja viele Regale angebaut, also ekel. Und so 4 Zentimeter daneben setzt du an, denkst, oh, jetzt wird es wieder schwer und dann bist du halb durch die Wand durch und der Bohrer sinkt mit in die Wand teilweise rein. Also das ist echt eine Tortur und beschissen gemacht. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Ich hoffe, hat euch gefallen, die kleine Roomtour, was wir hier bei Frauchen gemacht haben. Wie gesagt, es ist noch nicht alles fertig. Größtenteils ist es fertig. So ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen natürlich. Wenn ihr Fragen zu den Sachen habt, die ihr gesehen habt, weil er sagt, oh, das ist geil und ich habe da vielleicht nicht gesagt, wo wir das gekauft haben, einfach drunter posten, Frauchen weiß immer, wo wir was gekauft haben, dann kann ich euch da auch weiterhelfen. Wie gesagt, das meiste ist alles von Ikea. So. Ja. Oder Odin mal shoppen. Müsst ihr mal die Odin mal shoppen Videos gucken. Da haben wir auch, Heike, auch mal immer, wo wir hier mit den Bambusmatten und den Holzmatten gekauft haben, habe ich dann immer vergleichbare Produkte bei Amazon gesucht, um euch dir zu zeigen, wie die dann aussehen, dass man sich auch Bilder angucken kann und alle drum und dran. Müsst ihr mal gucken. Odin mal shoppen oder Baby-Shopping-Tour. Da seht ihr so ein paar Babysachen, die wir gekauft haben. So, aber jetzt bin ich wirklich weg. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt mal weg. Wie ihn runter. Frauchen will nämlich nicht mit auf dem Video sein. Die wartet im Flur. Wie ihn jetzt runter. Ich habe unten bei mir die Klimaanlage an. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.